Bruder Gabriel, würdest du bestätigen, dass auf Relas die normale Bevölkerung unterernährt aussah? Ich bin ganz in meinem Bericht vertieft. Im Zweifelsfall sah sie unterernährt aus. Ich kann es nicht mit absoluter Gewissheit bestätigen, da die mir die menschliche Anatomie doch nach so vielen Jahren immer noch fremd, vor allem bei solch vielen verschiedenen Planeten und solch vielen verschiedener Gravitation scheinen sie sich doch immer wieder zu verändern, aber sie waren mager. Sie sind sehr leicht gestorben. Nun gut, dann schreibe ich unter Vorbehalt. In meinen Augen sahen sie unterernährt aus. Bruder Octavius, im Zweifelsfall entscheidet euch immer für Worte, die für das Wohl der uns Schutzbefohlenen stehen. Ja, ich nick dir mal zu. Bedenkt, was uns die Menschen dort unten gesagt haben. Ja, dass sie keine Nahrung haben. Reicht das nicht aus, um zu sehen oder anzunehmen, dass sie unterernährt sind? Nun ja, es widerstrebt mir zwar, das zuzugeben, aber selbst in Imperium, bei imperiumstreuen Bürgern, kommt es gelegentlich vor, dass sie übertreiben oder sogar lügen. In unserem, wenn sie uns ansehen, sind sie von Furcht erfüllt. Der Imperator erfüllt sie mit Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit. So sollte es sein, ja. Leider ist das nicht immer der Fall. Ja, ich widme mich wieder dem Bericht und höre mit einem Ohr der Diskussion hier über das Schwert zu. Aber vielleicht will Bruder Ifrit sich deinem Bericht anschließen. Bruder, warst du auch auf Frelas eingesetzt? Tatsächlich nein, jedoch wenn du weitere Stimmen für deinen Bericht brauchst, könnte ich dich an einen guten Freund von mir, Captain Tibias, weiterleiten. Er wird sicherlich deinen Bericht unterzeichnen und stützen. War das der, den wir gerettet haben? Ja, das war der Salamanders Captain. Ja, großartig. Dann gab es noch den Akutai und den Felros. Sehr gut. Ja, ich kann lesen. Ich musste nur mein Blatt umdrehen. Beeindruckende Technologie. Ja, gerne. Gut, dann. Wir sollten aber dann auch die Gelegenheit nach unserer aller Meditation zum Training nicht außer Acht lassen. Schließlich müssen nicht unsere Geister, sondern auch unsere Körper und Servorüstung gestählt und geölt bleiben. Solltet ihr also bereit sein, denke ich, sollten wir uns gemeinsam aufmachen. Einen Moment noch. Ich schreibe gerade noch Lang lebe Terra und Ultramar unter meinen Bericht und dann unterzeichne ich und dann ist fertig. Es schadet auch sicher nicht, wenn wir ein wenig miteinander vertraut werden, bevor wir in einem ernstzunehmenden Konflikt geraten. Ja, wenn ihr euch kurz die Pergamente anseht, das sind irgendwie 20 Seiten, die Octavius da binnen weniger Minuten vollgeschrieben hat. Also da kommt nur ein Robot Gilliman hinterher, beziehungsweise andere Ultramarines. Das ist schon sehr schnell gewesen, wie er da 20 Seiten mit großer Freude vor sich hingeschrieben hat. Ja, und ich habe das natürlich noch in Absätze gegliedert, ne? Na klar. So könnt ihr ja euch erheben, die schweren Stühle beiseite rücken und das Nötige, was ihr braucht, mitnehmen. Ihr tretet durch die riesigen, gewaltigen Türen, durch die großen Hangare in Richtung der Fahrstühle und könnt dann nach oben fahren. 3 Stockwerke. Und wenn ihr dann wieder nach draußen tretet in Richtung der Arena-Gruben, könnt ihr an den verschiedenen Gefängniszellen der einigen Xenos vorbeitreten, beschrieben mit ihren Farben, die klassifizieren, wie gefährlich sie sind. Indigo-farbend oder schwarz. Verschiedenste andere Bezeichnungen. Ihr könnt es teilweise mal heulen hören aus einigen Gängen oder scharren. Irgendwelche Rufe oder feines Gesumme und Geflüster
Die ein oder anderen Zellen sind auf den ersten Blick leer. Einige bestehen dann eben mit Energie abgeschirmt, andere dann nur aus Eisen oder Ferrostahl. Und wenn ihr dann abbiegt in Richtung einer der ausgeschilderten Arenen, die mit eurem Wappen und eurer Sigille dann klassifiziert worden sind, könnt ihr dann wohl auch sehen, Kill Team Octavius, und dort dann eintreten, wo ihr dann vor einem Schmiedemeister steht. Ein Tech Marine der Imperial Fists, der euch dann anblickt und ein großes Arsenal für euch freischaltet, wo ihr dann verschiedene Waffen erkennen könnt, die dort aufgebahrt sind. Ja, also ich habe natürlich vorher mal einen Bericht abgegeben, ne? Ganz wichtig. Selbstverständlich. Ja, und dann grüßen wir den Schmiedemeister und stellen uns natürlich vor, also Ultramarine, ne? Und fragen, ob er uns Zugriff zu einem Zweihandschwert namens Drachenzahn gewähren kann. Selbstverständlich. Das hat der Schmiedemeister vor einigen Augenblicken vorbeigebracht. Mein Name ist übrigens Orton, falls ihr das wissen mögt. Wenn ihr ihn betrachtet, er hat steingraue Haare und steingraue Augen und ein starrender Blick, der kein Mitleid kennt. Ist ziemlich klein, aber das sind die meisten der Imperial Fists, und umso breiter. Hat also gewaltige Arme und auch seine Servoarme, die auf dem Rücken in verschiedenen Richtungen abstehen, sehen wohl ebenso sperrig aus. Nun, Bruder Orton, vielen Dank. Sucht euch eure Waffen aus. Ich habe eure Beute reinigen lassen von dem Einsatz von Raelas und all die anderen Waffen, die ihr mit euch geführt habt. Kannst du uns vor der Waffenwahl was über die Trainingssequenz sagen? Darf ich nicht. Es ist eine Wüstenwelt. Gut. Für das, womit ihr euch am besten auskennt. Nun, Brüder, wer mag mit dem Schwert anfangen? Ich würde sagen, wir wechseln dann reihum, dass es jeder einmal ausprobieren kann. Wäre natürlich gut zu wissen, wenn die Mission das hergibt. Bruder, ich gehe zu einem schweren Flammenwerfer. Dem sieht man auch an, dass der nicht von dem üblichen Förderband einer Schmiedewelt kommt, sondern vermutlich, sollte es anders sein, mehr oder minder Eigenarbeit war. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gern bei meinem kleinen Liebling bleiben. So klein ist er nicht, aber nehmt euren schweren Flammenwerfer. Euer Energietornister wird auf Promethium umgestellt. Einen Moment. Er verschwindet ein bisschen in der Armatur und kommt dann wieder raus mit einem gewaltigen Tornister Promethium in seinen Servoarm, die er dann hinten anhängt und verkabelt zischt. Und wenn du dann deinen schweren Flammenwerfer ein bisschen probehalber spucken lässt, dann merkst du, wie er freudig summt und auch deine Servorüstung schon aktivierend summt. Ich tätschel den Lauf ganz zärtlich. Ab ins Training und er wählt den Flammenwerfer. Ja, also ich nehme auf jeden Fall meinen Sturmbolter mit, und wenn kein anderer anfangen mag, dann fange ich halt noch an, dass ich diesen Drachenzahn mir auch noch einpacke. Gerade greift Kray danach. Okay, alles gut. Gabriel hat ihn natürlich nicht aus den Augen gelassen, aber nickt, als Octavius endlich danach greift oder Kray, wer ihn auch jemals in der Hand hat, holt dann selbst seinen Bolters Stalker-Variante vom Regal und packt sich schallgedämpfte Patronen ein. Ja, das Problem, also ihr wisst selbstverständlich, wie die Trainings der Deathwatch aussehen. Das sind echte Feinde, die jetzt losgelassen werden in einer simulierten Arena, also jetzt in einer Wüstenwelt. Und es kann potenziell sehr tödlich werden, aber die Sicherheitsvorrichtungen würden normalerweise dafür sorgen, dass sollte euer Killteam ausgelöscht werden, dass dann vorher irgendwelche schweren Bolter von der Decke kommen. Das ist natürlich sehr entehrend, wenn ihr diesen Kampf verliert, aber im Prinzip könnte man hier auch sterben, ja. Aber Sicherheitsvorrichtungen gibt es trotzdem.
Naja, ein Training für einen Astartes muss natürlich ja auch einem Astartes würdig sein. Also das ist vollkommen in Ordnung, wenn das gefährlich ist. Wie sagte mein Sergeant immer auf McCrack, nur die Harten kommen in den Garten. Gut, Brüder, seid ihr soweit? Dann gehen wir zum Arenameister. Sehr gern. Ja, kommt die Einen Waffe. Augenblick noch. Bevor wir das tun, sollten wir keine weiteren Informationen erhalten, sollten wir erst in diese Trainingseinheit wie immer wie eine Mission eingehen und einen Anführer bestimmen, der nun die Befehle geben kann, falls es denn sein muss. Für eine Auslöschungsmission kommt die Profession unseres Bruders, unseres neuen Bruders Ifrit doch gut in Frage. Theoretisch hast du recht, aber ich weiß nicht, ob das so geeignet wäre, um ihm den Einstieg nicht unnötig schwierig zu machen. Ich hätte ebenfalls abgelehnt. Ich kenne euch nicht, daher wäre es sinnvoller, diese Mission auch einfach nur zu folgen. Wie sieht euch aus, Bruder Octavius? Mögt ihr uns führen in diese Übung? Nun, ich habe die letzte Mission in Relas geleitet und deswegen würde ich jetzt eigentlich ganz gerne die Leitung an jemand anderen weiterreichen. So handhaben wir das immer in unserem Team. Dein Bruder Krei, du konntest bisher beobachten, hast zumindest meine und Octavius Fähigkeiten ein wenig einschätzen können und wirst uns wohl auf gute Weise führen können. Eine hervorragende Wahl. Ich stimme dem zu. Cry würde zustimmend nicken. Nun, in einer Trainingsmission ist es sicherlich eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. Ich werde auf mein Sprungmodul verzichten. Unser Sekundärziel wird es sein, das Schwert zu testen, unser Primärziel, uns keine Schande zu machen. Gut gesprochen. Dem schließe ich mich an. Oh, und auf euch hält der Inquisitor so große Stücke. Ihr seid verunsichert. Seid ihr sicher, dass ihr dieses Training anfangen wollt? Noch könnt ihr umdrehen. Behalte deine Worte für dich am Hals. Startet das Training. Also gut. Er drückt auf eine große rote Rune und ihr könnt sehen, wie ein großes Arenator aufschwingt zu beiden Seiten und euch direkt Staub entgegenwirbelt. Roter Sand, Wüstensand. Ihr könnt große Dünen erkennen, die sich vor euch aufbauen. Ihr könnt den Horizont nicht erkennen. Ihr wisst zwar, dass die Fortress groß ist, aber dass sie so groß ist, damit habt ihr nicht gerechnet. Eine gewaltige Wüstenlandschaft, die vor euch liegt. Ich mach den ersten Schritt in die Staublandschaft. Ich habe eiligst meinen Helm verschlossen und folge meinem Bruder. Ja, aufsetzen nicht vergessen. Würde das diese Drachenzahnwaffe mal in der Hand wiegen. Zusätzlich vielleicht noch ein Kettenschwert nehmen, wenn die weiter wandern soll. Also ich habe mein Kettenschwert extra zu Hause gelassen, damit ich dann auch später den Drachenzahn übernehmen kann, ohne zu viel mit mir rumzuschleppen. Okay, damit seid ihr ausgerüstet und könnt eintreten. Wenn ihr den Wüstenland betretet, versinken eure Servorüstungen erst einmal sicherlich 5 cm im Sand, bis ihr ihn dann wieder mit schweren Schritten anheben könnt, nach vorne setzen könnt und jedes Mal erneut wieder in diesem dichten Wüstensand nach unten sinkt. Es ist ein Ärgernis. Und wenn ihr dann alle in dem Wüstensand steht, teilweise rot, teilweise gelblich, so ein bisschen an euren Rüstungen herumzieht und schabt, eure Ordensreinheitssiegel flattern im Wind, könnt ihr dann auch hören, wie die Rune ein weiteres Mal gedruckt wird und sich das schwere Tor wieder vor euch schließt. Okay. Unsere Aufgabe ist Finden und Vernichten. Ich sehe mich nach Feinden um. Ohne mich umzudrehen, sondern wenn ich weiter das mit durchscanne. Bruder Kai, wir warten auf eure Anweisungen.
bildet eine flache Formation, schwärmt aus, entfernt euch nicht zu weit voneinander, bleibt ungesehen, was in einer flachen Wüstenlandschaft unmöglich ist. Gibt es hier einen erhabenen Punkt in der näheren Umgebung? Also es gibt hier viele Dünen, die dann eben aufgeschichtet sind zu den Hügeln und dann wieder den Tälern und wieder einen Hügel und wieder ein Tal. Dementsprechend gibt es hier viele Anhöhungspunkte. Wenn du unten in so einer Talsenke bist, hast du natürlich ein großes Problem. Wenn du dann oben auf einer Düne stehst, hast du ein anderes Problem. Und zwar, dass du von anderen Leuten dort gesehen werden kannst. Der Wind kommt zumindest, wenn ihr euch so ein bisschen nach der Tür orientiert, von Nordosten. Die Deathwatch ist ja glücklicherweise nicht so scheiße für den Einsatz in der Wüste bekleidet, da die Rüstung schwarz gefärbt ist und somit nicht reflektiert. Was sagt denn die Helmsensorik zu dem Wind? Ist es einfach nur ein Luftgemisch oder schwimmt da irgendwas mit drin? Gute Idee. Das ist normale Luft, wie sie eben auch auf der Watch Fortress vorkommt. Die ist nicht vermengt. Aber du kannst Spuren von Verunreinigung riechen. Also das ist weniger was du riechen kannst, sondern was deine Autosinne wahrnehmen. Und zwar riecht es ganz leicht nach Promethium. Verbrannte Maschinen und heißes Gummi. Gehen wir dem Wind entgegen. Ich übernehme die linke Flanke. Ich bin im Zentrum. Ich habe Taktik, Reckon and Stealth und würde mal versuchen einzuschätzen, wie gut ich ungesehen quasi auf der Düne mich mal kurz umsehen kann. Oder werde ich quasi sofort gesehen? Also das Schöne an der Raven Guard ist ja, dass sie sowieso nicht sofort gesehen wird. Einfach weil ihr von Corvus Corax einfach gesegnet worden seid. Aber du kannst dich selbstverständlich abgeduckt an den ersten Hügel heranwagen, deinen Kopf dann langsam hochheben, weiter auch auf deinen Helm vertrauen und dann nach und nach weiter aufsteigen, bis du dann eben ganz auf diesem Hügel herumstehst. Blickst dich weiter um und kannst in der Entfernung Rauch sehen, der nach oben stürmt. Du würdest sagen, da müsstet ihr jetzt sicherlich 15 Minuten lang marschieren, gerade mit diesem Wüstensand, aber irgendwo in der Entfernung, hinter den nächsten paar Hügelketten dieser Wüstendünenlandschaft, siehst du Rauch. Ich weiß nicht, ob ihr einen direkten Videolink haben können, ansonsten würde ich mal ein paar Fotos machen. Ja, wir haben Videolink. Ihr seht es, meine Brüder. Das brennt sicherlich nicht ohne Grund. Also, wir haben jetzt brennendes Promethium? So scheint es. Spuren von Metall und Kohlenstoff und anderen Kohlenstoffen. War auch brennende Maschinen. Maschinen? Vielleicht auch brennende Fahrzeuge. Die meiner Meinung nach Maschinen sind. Ja, natürlich. Aber das könnte bedeuten, dass wir auch vielleicht gegen gepanzerte Fahrzeuge antreten müssen in diesem Kampf. Ich hätte jetzt zuerst auf Orks gewettet. Ja, das ist eine gute Wette. Dann lasst uns mal sehen. Ja, so könnt ihr den Spuren bzw. dem Rauch folgen. Und wenn ihr dann die 15 Minuten gegangen seid, könnt ihr dann hinter einem der Hügel erkennen, wie dort in einer Senke ein zerstörter Droppod liegt. Einer von euch. Die Türen sind aufgesprengt und der Droppod ist leer. Führen da Spuren von dem Droppod weg, die man noch im Sand erkennen kann? Ja, Spuren gibt es hier tatsächlich eine ganze Menge. Und das müsstet ihr euch dann näher betrachten, aber du kannst wohl sehen, wie auch die Türen des Droppods beschmiert worden sind. Ich mach mal Spuren lesen, weil Tordal ist ja nicht da. Was meinst du mit beschmiert? Da hat wohl irgendjemand was hingekrickelt. Und wenn ihr die erste Vermutung schon geführt habt, du trittst langsam nach unten, das ist wohl ein Kampfgebiet. Du siehst, wie es hier Blut gibt. Keine Leichen, zumindest keine von Space Marines, aber Blut.
und mit Blut wurde dann drauf geschmiert. Und du siehst, wie dort ein zerstörter, ein glattes Metallding herumliegt. Einfach ein Blech. Und irgendjemand hat dann mit Blut wohl Knöpfe drauf geschmiert und ein, das sieht aus wie ein Display, vielleicht von einem Kogitator. Als ob irgendjemand mit Blut jetzt dieses Blech bemalt hat. Ich würde sagen, er hat seine Wette gewonnen, Bruder Ifrit. Sieht ganz danach aus. Was genau wissen wir denn über Orks? Vielleicht auch Gabriel als... soll ich meiner verbotene Xenos würfeln? Ja, selbstverständlich. Ihr dürft alle jetzt verbotenes Wissen Xenos würfeln. Mit ich würde gerne mal Tracking würfeln. Also ich würfel auf den 100, dann muss ich unter meinem Intelligenzwert kommen. Genau, du würfelst ein wie 100. Wenn du Tracking hast, dann unter deinen Intelligenzwert. Ansonsten plus 10 oder plus 20. 2. Was war das? War verbotenes Wissen? Verbinden Lord Xenos. Octavius hat auch 3 Erfolgs gerade. Octavius hat auch die 44, das sieht auch gut aus, ne? Ach nee, 56, wäre doch was. Ja, also ihr könnt euch ein bisschen umsehen und das ist auf den allerersten Blick, das habt ihr sowieso schon vermutet, es gibt viele Xenos-Kreaturen, aber Elder, Dark Elder, die riechen alle nicht nach Promethium. Ihr wisst, dass die Tau, die riechen nach verbranntem Gummi. Das könnte wohl auch so ein bisschen sein, vor allem wenn sie schwitzen. Aber ihre Technologie riecht nicht danach. Das ist alles sehr keramisch und ordentlich aufgebaut. Die hinterlassen kein Chaos. Das hier ist ganz klar Orkwerk. Cry kann aber noch ein paar andere Spuren entdecken. Er würde irgendwas zwischen den Fingern zerreiben. Ozon und gelbe Farbe. Einer von diesen technikbegeisterten Orks. Und ich glaube, anstatt einer Vernichtungsmission haben wir nur eine Rettungsmission. So scheint es wohl. Das heißt, die Zeit rennt auch gegen uns. Ja. Die wird wohl angefangen haben zu ticken, als wir die Mist betreten haben. Wer auch immer aus diesem Pott gestohlen, entführt wurde, ist wahrscheinlich unser Ziel. Ah, verstehe. Und da wir jetzt nun wissen, dass wir es mit Orks zu tun haben, wissen wir, dass wir unseren Gegner wohl ziemlich leicht überlisten können. Orks sind nicht dafür bekannt, besonders klug zu sein. Sie sind auch nicht gerade Scharfschützen, aber sie schießen sehr gerne. Jedoch sind sie auch ziemlich grausam und wir sollten uns ranmachen, damit wir unsere Zielpersonen auch lebendig erhalten. Guter Einwand. Ich weiß zwar nicht, welchen Arm und Menschen sie auch immer an diesem Pott geschossen haben, aber es ist mir auch egal, Mission ist Mission. Haben wir ein Ziel, einen Weg, wo wir hin müssen? Nordosten. Dann für uns. Tatsächlich könnt ihr dann den Fahrzeugspuren folgen, denn das ist auch das, was Cry noch entdeckt hat. Und wenn er Octavius darauf stößt, wird euch auch klar, dass es ein Maschinenkult ist, der über Fahrzeuge verfügt. Ihr könnt das dann auch nach abgebranntem Gummi dann auch hier riechen. Und wenn ihr den Spuren folgt, könnt ihr nach einer weiteren Viertelstunde erkennen, wie sich hinter den Dünen eine Ruine abzeichnet. Das ist wohl ehemals menschlich, stark verfallen. Es gibt einige Zelte, die ihr erkennen könnt, aus gegerbtem Leder, die aufgestellt worden sind. Und so etwas wie eine Amphi-Arena. Und ihr könnt sie mit ihren brutalen Stimmen dort schon hören, wie sie dann sich dort miteinander unterhalten. Geht in Deckung, Brüder. Sind da irgendwo die Fahrzeuge zu sehen? Auf den ersten Blick nicht. Du müsstest noch näher herantreten. Du hast aber noch natürlich so ein bisschen den Schutz. Erst einmal der Hügel und dann später der restlichen Ruinen und der Zelte. Ich versuche mir so klein wie möglich zu machen und dem Beispiel unseres Raven Guards zu folgen und gleichen. Warum muss ich laufen? Ja, der würde auch
sobald die Geräusche hörbar sind, ein Handzeichen geben zum Anhalten und dann mit der flachen Hand nach unten deuten und sich selber ein bisschen kleiner machen. Oi, hör auf! Das ist falsch! Gib mir das Ding!